Hallo meine Lieben, da bin ich. Heute seht ihr mich mal wieder nicht, denn die beiden Hauptdarstellerinnen dieses Videos seht ihr hier schon vor euch. Ja, es gibt eine neue Ever After High Review und zwar zu den beiden Drachenspielepuppen, die ich letzten Samstag gekauft habe. Einmal zu Darling Charming und einmal zu Holly O'Hare. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Darling Charming an und Holly stellt sich während der Zeit mal kurz zur Seite. Ja, fangen wir mal ganz oben an. Also, Darling Charming, sie trägt einen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen Helm nachempfundenen Kopfschmuck. Also, ja, wie so ein Diadem, hier auch mit extra angemalten Edelsteinen in Silber. Ja, und dann quasi wie so Ketten, die sich hier dann so um ihren Kopf schlängeln. Gesicht, muss ich sagen, ist auch wunderschön. Ist eigentlich ziemlich ähnlich wie das Gesicht von ihrer Basic. Nur als Basic, glaube ich, hat sie etwas weiter geöffnete Augen. Aber auf jeden Fall hat sie auch dieses kleine Muttermal hier unter ihrem rechten Auge. Ihr Lippenstift, kann man hier auch so ungefähr sehen. Sie hat irgendwie so einen leichten Glanz, der sich auch so ein bisschen bewegt, wenn man sie so hin und her dreht. Seht ihr das? Diesen kleinen blauen Schimmer. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, ihre Haare sind eigentlich auch nicht so viel anders als in der Basic. Gut, sie sind nicht ganz so dolle. Ich glaube, ich werde sie nochmal ein bisschen frisieren müssen, weil besonders diese Strähne hier, die war eigentlich völlig zugeklebt mit diesem Festiger. Und ich habe versucht, ihn ein bisschen rauszubürsten. Aber ansonsten sind ihre Haare eigentlich Standard, würde ich sagen. Also sie hat auch diese blauen Strähnen, wie auch in ihrer Basic-Version. Die blaue Farbe ist hier, glaube ich, ein bisschen weniger intensiv. Aber ja, das ist eigentlich auch alles. Gut, dann zu ihrem Outfit. Oben hat sie ja noch einmal eigentlich wie so ein großes Diadem hier um den Hals. Dann noch einmal so mit Ketten, sage ich mal, die hier über ihre Schultern gehen. Dann sieht man hier schon ihr Oberteil. Das ist so durchsichtig. So ein ja, fast türkisfarbener Tüll, der hier auch über ihre Arme geht. Hier oben sieht man dann schon einen Teil von ihrem Kleid. Hier hat sie ihren Panzer, also mit richtig, richtig wunderschönen Ornamenten. Und, ups, mal kurz ihre Haare mal kurz anheben. Er geht allerdings nicht bis ganz hinten rum, sondern geht hier nur bis, na warte mal, hier ist an ihrer Seite quasi. Also umschließt sie nicht vollkommen. Aber auf jeden Fall schön gemacht. Passend dazu dann hier natürlich auch ja, ihr Armschmuck. Dann hier über ihren rechten Unterarm. Dann ihr restliches Outfit. Ja, hier sieht man dann ihr Kleid. Das, ja, ich würde mal sagen, so Kleeblattmuster. Und dann auch mit jeder Menge verschnörkelten Ornamenten darunter. Und ich finde die Farbe, muss ich sagen, auch richtig, richtig toll. Das passt richtig klasse auch zu dem ganzen Silber und auch zu dem Schmuck, den sie trägt. Dann trägt sie auch Leggings. Oh ja, mit so einem Blüten, naja, nicht Blüten, so Blattrankenmuster, würde ich das mal nennen. Aber passend von der Farbe halt auch wunderschön. Und gerade auch diese aufgesetzten schimmernden Sachen, man sieht ja auch, verändern auch die Farbe. Das finde ich richtig, richtig klasse. Und dann ihre Stiefel. Sie hat kniehohe silberne Stiefel und hier unten dann noch mit so kleinen, ja, mit so kleinen Blüten und Blätterverzierungen in einem hellen Rosa. Und ansonsten, ja, halt so die richtige Ritterstiefel, sage ich mal. Und passt ja auch. Darling Charming möchte ja schließlich auch ein heroischer Ritter sein und keine Prinzessin, die gerettet werden muss. Ja, zu dem Ständer. Das ist eine besondere Geschichte. Das habe ich auch schon von anderen gehört. Und zwar ist es so, dass ich beim Auspacken festgestellt habe, dass weder Darling noch Holly
mit einem Ständer und einer Bürste geliefert wurden. Also es war nur die Puppe in dem in der Verpackung und sonst nichts. Also gut, natürlich, es war einmal hier dieser Schild mit dabei. Entschuldigung, ich musste mal niesen. Einmal hier dieser Ring in Schildform. Der war natürlich dabei, hier mit einem großen D vorne drauf. Und ja, dann halt dieses kleine Büchlein, wo hier vorne ihr Drache Hero Wing drauf ist. Aber es war halt kein Ständer und es war keine Bürste in der Verpackung. Das hat mich dann auch sehr gewundert, weil das ist ja eigentlich Standard bei Ever After High. Gut, um die Bürste ist es jetzt zwar nicht so schade, also Bürsten habe ich massenhaft von den ganzen Puppen, also damit kann ich handeln. Ein fehlender Ständer ist natürlich schon etwas blöd. Also ich hatte jetzt natürlich noch welche in Reserve, weil nicht alle meine Puppen halt auf ihrem Ständer stehen. Aber wer jetzt keinen in Reserve hat, das ist dann schon echt ein bisschen blöd. Also dann muss man sie schon entweder irgendwo ins Regal an die Wand stellen oder sie irgendwie hinsetzen oder so. Also weiß nicht, ob das in der Qualitätskontrolle irgendwie so durchgerutscht ist oder ob das nicht geplant war, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil die Raven Queen ist ja mit einer Bürste und einem Ständer eigentlich geliefert worden. Naja gut, das ist halt ein kleiner Makel. Ansonsten finde ich es Darling Charming auch in der Drachenspiele-Version richtig, richtig toll. Und ja, also das Büchlein ja, muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weil das ist im Grunde genommen das gleiche wie auch schon bei der Raven Queen. Es ist halt nur das Bild von ihrem Drachen vorne drauf. Okay, ja, soviel erstmal zu Darling. Darling geht dann einmal zur Seite. Und dann nehmen wir uns die nächste vor. Und das ist natürlich Holly O'Hare. Und ich bin echt so happy immer noch, dass sie tatsächlich noch eine Holly O'Hare da hatten. Und ja, fangen wir mal an. Sie hat hier oben einen, ja, sag mal, goldenen Haarschmuck. Der, ihr könnt schon sehen, lauter Blüten und lauter Blätter und dann mit so einem, ja, silbernen Juwel quasi in der Mitte. Ihre Haare, ihre unglaublich langen Haare, hat sie diesmal zusammengebunden. Also man kann sehen, hier sind drei so, ja, Haarbänder drin. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön, weil da muss man sich dann mal nicht so viel Gedanken um das Frisieren und um die Haare machen, sondern das finde ich sehr, sehr hübsch. Ja, ihr Gesicht ist so ein Standard, sage ich mal. Es ist ein bisschen anders als das Gesicht von ihrer Basic, aber ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Also ihr Augen-Make-up auch, ich finde ihre Augenfarbe total schön. Und ja, also sie hat keine Ohrringe oder irgendwas, aber das haben scheinbar überhaupt keine von den Drachenspielepuppen. Ach, wahrscheinlich stören Ohrringe beim Drachenfliegen auch. Dann hat sie hier einen, ja, ich sag mal so eine Art, ja, angedeutete Rüstung, nenne ich das mal. Also quasi, ja, wie so ein Halsschmuck, der hier dann halt noch über die Schultern rüber geht und dann hier über ihren Oberkörper. Was ich besonders klasse finde, ist, dass es halt silbern und dann so mit Gold eingelegt. Also finde ich richtig, richtig schön. Weil, also man hätte es ja auch so machen können, dass es einfach nur einfarbig ist. Aber so mit zwei Farben, finde ich, ist es richtig, richtig schön. Dann hat sie einmal einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Handschuh. Im Grunde ist es ein Handschmuck, aber ich finde ihn sehr schön gemacht. Auch ziemlich filigran. Und dann hat sie natürlich auch noch so einen Armschoner hier an ihrem rechten Arm. Und in der passenden Farbe, dann hat sie sogar noch einen Gürtel. Also auch hier mit, ja, ich sage es mal, Pflanzenmustern und dann wie so, ja, wie soll man das nennen? Wie so Kordeln quasi, wie so geflochtene Kordeln. Finde ich richtig schön. Und der geht auch den ganzen Weg hier herum, also sehr, sehr schön. Ihre Outfitfarbe ist natürlich jetzt ein doller Kontrast zu dem von Darling. Also hier sieht man schon, ihre vorherrschenden Farben sind Gold und Rot. Hier in ihrem Oberteil. Das geht dann bis hier und dann hat sie quasi so einen halben Rock aus so einem, ja, durchsichtigen, tüllartigen Stoff.
auch wieder mit so Pflanzenornamenten drauf und dann noch so einen Wups, so einen Goldrand, also richtig edel. Dann violette Leggings und auch so mit blau-goldenen Applikationen drauf, sage ich das jetzt mal. Und ihr könnt auch hier schon sehen, die ändern auch die Farbe, je nach Lichteinfall, was ich richtig, richtig klasse finde. Und ihre Stiefel sind auch kniehoch und natürlich in Gold gehalten und haben hier unten auf der Rückseite dann auch nochmal so in Blütenform solche Verzierungen. Also auch Holly ist wunderschön gestylt für die Drachenspiele. Ja, mit dem Ständer genau das gleiche. Auch sie kam ohne Ständer und ohne Bürste. Und aber auch sie hat natürlich dann ihren passenden Ring in Schildform, hier in Herzensform und in Gold. Mit ihrem großen H drauf. Und natürlich dann auch das kleine Büchlein mit ihrem Drachen, mit Prince of Scales vorne drauf. Naja, und innen drin, ja, es ist genauso wie die anderen Bücher halt. Also auch da nichts Besonderes, aber das macht ja nichts. Die Hauptsache ist ja im Grunde genommen auch die Puppe. Ja, einmal eben Holly und einmal Darling. Also ich finde sie beide richtig, richtig klasse. Also hier kann man auch gut die Outfits mal vergleichen. Also das Farbschema einmal hier von Darling, so kühlblau, Holly, ein bisschen mehr edel, rot, königlich. Naja, Darling sieht nicht weniger königlich aus, finde ich. Aber sie sind richtig, richtig toll gestaltet. Und also das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich werde mir auch die restlichen Drachenspiele auf jeden Fall besorgen. Ja, ich werde mir auch Apple und ihren komischen Drachen besorgen. Obwohl ich es immer noch besser gefunden hätte, wenn Raven mit ihrem Drachen gekommen wäre. Aber naja, kann man sich jetzt noch ewig darüber aufregen. Ist halt mal eben so. Und ja, also ich finde sie beide wunderschön und wenn ihr sie auch so schön findet, dann also kauft sie euch auf jeden Fall. Also bereuen will ich das sicher nicht. Drachenspiele, muss ich auch sagen, das wäre mal eine richtig geniale Reihe von Ever After High. Okay, meine Lieben, das war meine Review zu den Drachenspiele, Puppen, Darling, Charming und Holly O'Hare. Ich kann schon nicht mehr reden, Hilfe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ihr wisst ja, Fragen, Kommentare, alles in die Kommentarbox. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Ich freue mich drauf und sage bis dann und macht's gut.